Liverpool holt in der Premier League nach langer Zeit wieder einen Sieg. Manchester City und Real Madrid wollen heute Abend das Viertelfinale in der Champions League fixieren. Und im Boxen bitten Joshua und Fury zum Megaduell. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Gestern Abend hatte Liverpool den Abwärtstrend in der Premier League gestoppt. Die Reds setzen sich gegen die Wolverhampton Wanderers mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor schießt Diogo Jota in der 47. Minute nach Vorlage von Ex-Salzburger Sadio Mané. Damit beendet das Team von Jürgen Klopp die Negativspirale in der Liga. Von den letzten 7 Spielen haben sie 6 verloren. In der Tabelle rückt der Titelverteidiger damit vom 8. auf den 6. Rang vor. Heute Abend um 21 Uhr stehen 2 Spiele vom UEFA Champions League Achtelfinale am Programm. Manchester City trifft dabei in Budapest auf Borussia Dortmund. Alles andere als ein Aufstieg der Engländer wäre eine Überraschung. Das Team von Pep Guardiola hat sich bereits im Hinspiel mit 2:0 durchgesetzt. Im zweiten Spiel empfängt Real Madrid Atalanta Bergamo. Dabei müssen die Königlichen den 1:0 Vorsprung verteidigen. Im Live-Ticker auf krone.at können Sie die Spiele heute Abend hautnah mitverfolgen. Bei der 1:2-Niederlage von der Austria bei Sturm Graz haben die Wiener nicht nur ihre letzte Chance auf das Meisterplayoff verspielt, sondern sie haben auch ihren Spieler Benedikt Pichler für längere Zeit verloren. Der Offensivspieler ist wegen rohem Spiel für 5 Partien gesperrt worden. Er hat am Sonntag in Graz Sandro Ingolic gefoult. Der Sturmverteidiger hat sich dabei eine komplexe Knieverletzung zugezogen. Das vordere Kreuzband, das Innenband sowie der Meniskus sind gerissen. Ingolic wird deshalb heute noch operiert. Das Ärzteteam rechnet mit einer Ausfallzeit von rund 9 Monaten für den 23-Jährigen. Für Pichler war es der erste Platzverweis in diesem Jahr. Davor hat er in der laufenden Saison nicht einmal eine gelbe Karte gesehen. Pichler ist mit Ingolic befreundet und war noch während dem Spiel bei ihm in der Kabine. Ich habe ihm nur das Beste gewünscht, mich 10.000 Mal bei ihm entschuldigt und wir sind nach wie vor in Kontakt, so der Austrianer. Der SV Ried setzt im Abstiegskampf trotz 9 sieglosen Spielen weiterhin auf Trainer Miron Muslic. Allerdings wird auch ein neues Gesicht verpflichtet, ein prominenter Name für Rieds Trainerteam. Andreas Herraff wird ab sofort als neuer Co-Trainer bei den Innviertlern tätig sein. Unter Muslic haben die Rieder in 9 Spielen erst 3 Punkte geholt, dabei haben sie auch nur insgesamt 3 Tore erzielt. Am kommenden Sonntag gibt es die letzte Chance, im Grunddurchgang Punkte zu holen. Im Schwergewichtsboxen gibt es heuer ein ganz besonderes Schmankerl. Es kommt zum Vereinigungskampf der 4 wichtigsten Verbände. Laut dem TV-Sender ESPN sind für dieses Jahr die 2 lang erwarteten Kämpfe zwischen den beiden Briten Anthony Joshua und Tyson Fury vereinbart. Der Vertrag dazu wurde vorigen Samstag von beiden Parteien unterschrieben. Der 31-jährige Anthony Joshua hat 3 Titel. Er ist der Weltmeister der großen Verbände IBF, WBA und WBO. Von seinen 25 Profikämpfen hat er bisher 22 durch K.O. gewonnen und nur einen verloren. Der 32-jährige Tyson Fury hat den WM-Titel des WBC. Er ist in seinen 31 Profikämpfen bisher unbesiegt. Der erste von 2 Vereinigungskämpfen könnte im Juni oder Juli stattfinden, der Rückkampf im November oder Dezember. Heute trifft Dominic Thiem beim ATP-Tennisturnier in Dubai auf den Südafrikaner Lloyd Harris. Harris ist 81. in der Weltrangliste und spielt zum ersten Mal gegen Dominic Thiem. Zuletzt hat der Südafrikaner in Doha das Achtelfinale erreicht. Thiem fühlt sich gut vorbereitet und wohl auf den Plätzen in Dubai. Die Partie können Sie im KRONE.at im Live-Ticker mitverfolgen. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio. Boom, boom, boom.